Die Bucht von Paleokastriza an der Westküste Korfus beheimatet einen heiligen Ort, das gleichnamige Kloster. Im Kloster Paleokastriza herrscht seit Jahrhunderten ein zeitloser Geist der Stille. Nur noch wenige Mönche leben in dem griechisch-orthodoxen Kloster, das im 13. Jahrhundert errichtet wurde. Sie lassen sich in ihrem geregelten Ablauf von den Besuchern nicht stören, denen das Kloster jeden Tag offen steht. Die Kirche pflegt ihre Rituale. So werden auch beim allabendlichen Vespergottesdienst die Psalmen Davids angestimmt. Eine Mutter Gottes, deren Augen dem Betrachter überall hin folgen. Das Kloster von Paleokastriza ist berühmt für seine Ikonen. Sie spielen in der orthodoxen Religion eine wichtige Rolle. Die Gläubigen verehren sie als Sprachrohr Gottes und der Heiligen. Und so ist man dem Himmel auf Korfu eben ein bisschen näher.